machen quasi heute einen kleinen Draußensportkurs. Und wir werden jetzt mal gucken, wer am schnellsten den Galgenberg runterrutscht. Ich hoffe ja, dass ich meinen Titel verteidigen kann, aber die Jungs... Glaube eher nicht, wir werden sehen. Ich denke auch, dass wir schwierig bekommen. Wir werden sehen. Viel Spaß beim Zugucken und falls ihr noch rodeln wollt, müsst ihr euch beeilen. Es bleibt nur noch bis zum Wochenende so kalt und wie ihr sehen könnt, hier ist schon einiges ganz schön braun. Auf die Plätze! Fertig! In Gruppe 1 treten Henrik und ich gegeneinander an. Das ist gar nicht so schlimm. Ja, es geht. Frau Willenburg, woran hat es gelegen? Wo waren die Startschwierigkeiten? Also ich hatte einen verzögerten Start. Ich war noch ein bisschen beschäftigt mit der Starthupe. Natürlich muss ich meinem Kollegen Henrik jetzt das Feld überlassen. Gratuliere Ihnen, Schumacher. Auf die Plätze. Fertig. Los. Erster. Nicht ganz. Achtung, fertig, los. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh, das ist ja lebensgefährlich. Oh Gott. Oh. Die Jungs gewinnen nur, weil sie schwerer sind, glaube ich. Deswegen sind sie schneller unten. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich glaube, es liegt eher an meiner direkten Verwandtschaft mit dem Hackelschorsch. Ich hab's halt einfach raus. Deswegen darf Simon jetzt auch im Finale gegen Henrik antreten. Wie das ausgeht, seht ihr morgen im Video.